Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, in der letzten Folge haben wir quasi alle von diesen Medaillons, sag ich mal, hier einlegen können, bis auf das eine oben links. Und da fahren wir jetzt hin. Ich hoffe, dass ich den Weg jetzt dahin auch wirklich finde, ohne dass der mir dauernd anzeigt, dass ich also zur anderen Seite fahren soll. Und ich dann aus Versehen tatsächlich dahin fahre. Boah, kann der mal diesen blöden Hinweis wegmachen? Stückchen nach links müssen wir aber auf jeden Fall noch fahren. Das sah aus, als ob das dann irgendein Wasserfall, glaube ich, war, ne? Nicht so schnell. Kommen wir da durch? Ah ja, das sieht mir doch sehr nach Wasserfall aus. Ja, genau, da waren wir auch schon mal. Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Das war doch, glaube ich, das, wo es hier geklingelt hatte. DHL war, glaube ich, der böse Bube. Okay. Das Pferdchen, genau. Da wusste ich nicht, obwohl wir können ja einfach. Ach ja, okay. Das habe ich, glaube ich, nicht Wow, ich bekomme auf gesehen. diesem Trip richtig viel Hornhaut. Oh nein. Ich muss hier irgendwas mal wieder machen. Hoffentlich nicht wieder auf Zeit. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Das ähnelt dem Verriegelungsmechanismus von vorhin, ist nur etwas komplizierter. Eigentlich ist es ja richtig, ne? Ich denke mal, dass wir aber das Große. Ach so, da hinten. Ah, das sind drei Stück. Oder? Das sind doch drei Teile Jede hier. Scheibe lässt sich einzeln drehen. Teile hinein und hinaus bewegen. Okay. Aber dann können wir das nicht mehr aufmachen. Ach so, doch, Moment. Dann können wir das aber da Zu dir komme ich später. rausbewegen. Okay. Ja, ich denke, ich weiß. Aber die Frage ist jetzt, welcher von denen ist das jetzt? Das sieht schon besser aus. Ja. Nein. Muss ich die quasi jetzt alle dahin drehen? Denke ich mal, dass das so ist, wie ich mir das denke. Denke ich mal, dass das so ist, wie ich mir das denke. Wäre es gut, oder? Okay, ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht, habe ich gerade festgestellt. Moment. Nein, den müssen wir ein bisschen. So wahrscheinlich. Wieso ist der jetzt nicht mit? Aber der hing doch perfekt, dass ich das eigentlich rausziehen müsste. Ach so! Ach, ja, ich verstehe, ich verstehe. Oder auch nicht. Nö, ehrlich gesagt, ich verstehe es jetzt nicht. Wir machen es jetzt aber trotzdem erstmal so. Wir holen jetzt das Kleine noch rein. Ach so, das geht jetzt gar nicht. Ich muss auf jeden Fall. Wieso kann ich da denn auf einmal keine zwei mehr machen? Wieso ziehst du nur noch eins raus? Das verstehe ich nicht. Zieht er tatsächlich grundsätzlich nur eins raus? Das wäre natürlich jetzt richtig, richtig scheiße. Weil dann könnte ich ja das Kleine quasi gar nicht mehr machen.
Oder muss das eventuell... Moment, oder muss das auch offen sein? Nee. Ich verstehe nicht, warum der das zweite nicht durchzieht. Bin ich ganz ehrlich? Aber er zieht das ja auch mit, wenn es hoch ist. Das zieht er aber auch nicht. Da zieht er beide. Wieso zieht er auf der anderen Seite nicht beide? Das hat doch irgendwas mit der Größe zu tun, nehme ich mal an, oder? Das heißt, ich müsste theoretisch erst das Kleine da rein tun. Was natürlich nicht... Ja, doch, was schon möglich wäre, indem man jetzt das Große nochmal mitnimmt. Ja, ja, da zieht er das Große. Ah, okay. Ja, wobei das andere muss ja auch gezogen werden. Moment, also es kann schon mal sein, dass ich ein bisschen länger für so eine Lösung brauche, aber in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass ich es dann doch irgendwann verstehe. So, Moment, jetzt nehmen wir das Große. Tun das rein. Setzen das, ja, das war doch richtig, okay. Ich dachte, das wäre ein bisschen schief. Setzen das auf die Seite. Dann drehen wir das Ding. Kann man noch andersrum drehen? Okay. Setzen das kannst du deinen Freunden. Genau. Jetzt müssen wir natürlich den Großen mitnehmen. Wieder auf die andere Seite setzen. So, und dann genau andersrum machen. Zweiten rein. Zack. Und den nochmal rein. Ja. Danke fürs Warten. Genau. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wie rum das jetzt sein muss. Warte mal, das ist der Kopf, der müsste dann hier oben sein, nehme ich mal an. So. Kann aber auch sein, dass das so rum sein soll. So ein bisschen. Hey, wieso sieht das so komisch aus? Das ist doch richtig. Ist das falsch rum? Ich würde jetzt sagen, das ist richtig, aber es kann natürlich auch sein, ich weiß ja nicht, wie rum das jetzt genau gedreht werden muss. Vielleicht noch mit dem Kopf ein bisschen höher? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, okay. Wie ein weiser alter Mann einst sagte. Ach, scheiß drauf. Was sagte der weise alte Mann? Scheiß drauf oder was? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Das war Nummer 11. Okay. Frage ist, warum Nummer 11, wenn nur eins fehlte und das doch 12 waren? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen, diese Aussage. Oder sie hat das eine nicht mitgezählt, was oben drin war. Das heißt, wir können jetzt da wieder zurück und rein theoretisch müssten wir das mit den Affen dann machen können. Fupp. Ja, hier geht das wieder wunderbar, ne? Das letzte, oder? 11 Heusala Könige, 11 Andenken. Sollen wir zu dem Ort mit den Affen? Wie du willst. Du fährst. Stimmt.
durch. Ja, und da geht es nicht darum, was die wollen, sondern was ich will. Also gehen wir zu dem Ort mit den Affen. Moment, da sind wir nicht hergekommen, sondern von da, ne? Und ich meine dann von da links. Wo sind wir denn hier? Ich sehe nichts mehr. Ah ne, wir müssen ein Stückchen nach rechts fahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil es ist halt blöd, weil die Schrift die ganze Zeit so blöd auf der Karte jetzt davor hängt. Ne, das ist was anderes. Da oben ist es, genau. Da war doch das Geheimnis oder so, ne? So, Mädel, komm, kommst du mit? Vier Augen sehen mehr als zwei. Mhm. Blau. Und wir wissen ja nicht, was ist. Backt die jetzt wieder hier rum, oder? Ne, wenn man springt, anscheinend nicht. Sehr schön. Kann man den Hinweis... Das ist das Auto, das ist klar. Nee, aber den Hinweis kriege ich anscheinend nicht mehr raus. Schade. Alles nervt tierisch. So, sei bereit. Wir setzen das letzte Teil ein. Was denn? Ein Preis für uns. Ein wirklich schöner Preis ist das. Was? Es ging nur um die Halskette oder was? Oh, ja, ja. Einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Und jetzt? Schauen wir mal. Sie haben den Rubin der Königin gefunden. Der Rubin der Königin reagiert in der Nähe von Schätzen. Dies kann im Pausemenü deaktiviert werden. Ah, und ich hatte gerade eine Herausforderung, aber die konnte ich jetzt nicht mehr vorlesen. Aber hier geht es noch weiter, so wie es aussieht. Und da war jetzt aber nichts mehr, ne? Kommen wir denn jetzt endlich mal auf die andere Seite, wo die Affen sind? Sieht so aus. Wer geht auf Schätze? Hey, schau mal da. Grauer Langur. Hä? Das sind graue Langur. Du bist süß. Knappe. Oh, jetzt wirst du rot. Okay. Hallöchen, Affen. Ah, Moment, da blinkt was. Darauf reagiert er. Sehr schön. Was ist das? Eine Steintafel? Und? Ein Kelch. Ja, sehr, sehr geil. Tut mir leid. Ich habe keine Bananen dabei. Eigentlich essen Affen gar keine Bananen. Doch, eigentlich auch. Ach komm, echt jetzt? Also, sie könnten... Aber nicht in der Wildnis. Sie fressen Insekten, Nüsse und Blätter. Bananen sind auch zu süß. Oh, meine Illusion ist zerstört. Sagst du mir gleich, es gibt keinen Osterhasen? Nein, der ist absolut echt. Der ist absolut echt, natürlich. Ja. Ich meinte jetzt auch damit, dass sie natürlich so Bananen essen, wenn man die ihnen gibt. Dann können wir wieder zurück, ne? Dann ist das abgeschlossen. Sehr, sehr geil. Ja, hat sich das Ganze doch gelohnt? Wir haben noch eine Errungenschaft dafür bekommen. Das seht ihr ja leider nicht. Also seitdem ich mit OBS aufnehme, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, sieht man die Errungenschaften leider nicht mehr. Deswegen nicht wundern. Lass uns jetzt durch das große Tor gehen. Alles klar. Wenn ich zwischendurch immer mal wieder sowas sage wie, eine Errungenschaft oder irgendwas vorlese. Leute? Langweilig. Warum keine Anhalter? Hast du mir was zu sagen? Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. Nichts wie raus hier. Ja, sehr schön. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt dahin? Das sieht nämlich so aus, als ob wir von der Mitte aus, mal wieder die Mitte, jetzt da hoch müssen. Über so eine Art Brücke, die wir tatsächlich nur vom Turm aus erreichen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da nicht vielleicht irgendwo auch hochfahren kann, weil wir sind ja jetzt gerade ja komplett auf der falschen Seite, wenn man so möchte. Also wir versuchen es mal, aber ich denke eher nicht, dass wir da, oder? Naja, ich würde sagen, nee, wir fahren Richtung Turm. Fraser,
Ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Schieß los. Du und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Der war gar nicht so schlecht. Ich meine, oh, dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist auch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das ist es, was zählt, denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Also gut, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja schon herausgefunden haben, dass sie offenbar die Tochter von Nathan hieß, ja, ist. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch jetzt irgendwie zu weit gefahren. Also nehme ich an, dass es die Tochter ist. Hä, sind wir jetzt hier? Wir gucken jetzt da drauf. Dann hätten wir quasi eins davor reingemusst. Also hier vorne. Und wir kriegen wieder ein Empfangskomitee. Oder ist das das, wo wir schon mal waren? Das ist das, wo wir schon mal waren, oder? Also das Empfangskomitee, was wir schon mal hatten, meine ich jetzt. Ja, der zeigt uns jetzt natürlich da an. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch mal versuchen, da drum herum zu fahren und dann tatsächlich da hochzufahren. Ist die Frage, ob das funktioniert. Hier anscheinend noch ja. Oh, aber ob es eine gute Idee ist, das kann mir jetzt keiner sagen. Halt, stopp. Halt, halt. Ich schaue mich nur kurz um. Sehe gerade was. Und habe auch gleichzeitig was gehört. Sehr schön. Okay. Gut, dass ich ein bisschen doof gefahren bin. Schafft man das noch? Ja. Habe ich hier nicht gerade einen Hund gehört? So, wir sind hier. Wir müssen rechts rüber auf die andere Seite. Also da. Da oben ist eine Brücke. Ist die Frage, schaffen wir das mit dem Auto? Ich würde jetzt sonst einfach die Brücke da hochgehen. Ich schaue mich nur kurz um. Gut, bis dann. Nix bis dann. Eigentlich soll sie da hochgehen, aber das kriegt sie dann wieder nicht hin, weil sie wieder alleine nichts machen darf. Moment, hier können wir? Können wir hier nicht hoch? Doch. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ach, hier waren wir schon mal. Ja. Ist nicht eingezeichnet, aber ich nehme an, hier waren wir schon mal. Na gut. Dann... Deswegen kam mir das Ganze auch gerade so bekannt vor. Weil da konnte ich dann nämlich auch hier nicht hoch, glaube ich. Und bin dann nämlich da zu Fuß weiter. Jetzt gucke ich hier nochmal eben. Ich glaube, da kam man nämlich auch nicht rum. Oder? Ach nee, das ist diese holprige Strecke. Okay, los geht's. Wo wir aber quasi zum Turminneren mitkommen würden. Das heißt, dass hier rechts... Ach so, da ist die Brücke. Das war die, die wir schon mal... Ja, ja. Jetzt habe ich dummerweise wieder auf Hinweis geklickt. Das war jetzt blöd. Ja, ja, ja. Aber das war das, wo wir schon mal die Brücke nicht gesehen haben, weil die irgendwie so ein bisschen doof aussieht. Dann müssten wir quasi da hochfahren, oder? Ich denke mal nicht, dass das wie ein Aufzug ist.
Ja, sehr gut. Ach, das ist der Eingang wieder. Das war der Eingang, wo es geklingelt hatte von der Post aus. Genau. Mal los. Kommst du? War immer. Aber immer. Ja, genau. Okay. Dann würde ich fast sagen, wenn ich jetzt nichts triggere, wenn ich hier hochgehe, weil das wäre ein bisschen blöd. Es wäre schön, wenn du da auch hochspringen würdest. Dankeschön. Ich denke mal, dass wir dann hier irgendwie unters Wasser durch müssen oder so. Ach nee, Moment, hier ist ein Hebel. Ich hoffe, das triggert jetzt nicht. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Aha, ich hab's nur einmal kaputt gemacht. Was zum Teufel? Nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich genieße nur den Augenblick. Genau, das tue ich sozusagen auch. Und ich würde sagen, auch wenn das jetzt hier gerade voll im Schatten ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht ganz so lange wie die anderen, aber ich weiß nicht, was uns da drin erwartet. Deswegen, ja, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao. Ich weiß, ich bin ein kleiner Sadist. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.